Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Republic mit unserer bösen Jedi oder dunklen Jedi-Ritterin. Der dunkle. So, wir sind jetzt hier noch auf der Flotte und reisen jetzt nach Coruscant. Ja, da sind wir auch schon. So. So, kommt jetzt auch gleich ein Sklave, Mitarbeiter an. Keine Sorge, mein kleiner Freund, warst du schon einmal hier? Schluss mit den Warnungen. Belästige mich nicht, wenn es nicht wichtig ist, verstanden? Alles klar, das hier ist also Coruscant. Naja, kennt man ja schon aus den Filmen, ne? So, wir sollen jetzt Meister August. Ja, die Punkte nehmen wir auch nochmal mit. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? Ah, alles klar, gleich da vorne. Ah ja, hier ist es ja gleich. Was ist los? Du erinnerst dich an Meisterin Kiwix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Fasatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden, ohne Opfer. Das ist jetzt unwahrscheinlich, hört sich vielversprechend an, eine gewagte Behauptung, Doktor. Ihr könnt Feinde nicht kontrollieren, ohne dass es Opfer gibt. Wie viele Leben kostet eine Invasion? Unsere neue Waffe wird der uns bekannten Kriegsführung ein Ende setzen. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Wird mich nicht wundern, wenn das Imperium die Pläne in die Hände bekommt und daraus dann irgendwann den Todesstern gebastelt hat. Alles ist besser, als Politikern beim Reden zuzuhören. Ein Jedi nach meinem Geschmack. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe.
Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Sie werden uns ihr gesamtes Diebesgut aushändigen und die Konsequenzen tragen. Wir wollen keinen Bandenkrieg starten, aber ich bezweifle, dass wir ohne Gewalt weiterkommen. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück! Nun gut. So, wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal zum Taxipunkt. Aber nun geh hier oben mal weg. Komm, weg! So, aber wo habe ich denn jetzt immer die Planetenquests? Denn die gibt es hier ja auch. Diesmal ist es keine Bitte, sondern eine Feststellung. Ich muss den alten galaktischen Markt. Ich habe die Regeln nicht erfunden, Sir. Wenn es eine Reise. Ich wünsche Ihnen ein sicheres. Sorry, was gerade, aber. Wir spielen der Klassenquest. Ich trage einen Betäubungsstock zu meinem Planetenquest. Also starten wir jetzt oder nicht? Sobald ihr diese Verzichterklärung unterschrieben habt, Sir. Aber die Planetenquest habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kommt vielleicht noch. Oder ich habe ihn gerade nicht im Senat. Ich meine, die müssen aber im Senatsgebäude starten. Egal. Werde sie schon anfinden. Oh Gott, das kann ich hier nicht mal Transportmittel nutzen. So, also hol die gestohlenen Raketen zurück, die Munition, Waffen. Alles klar. Das werden wir wohl hinkriegen. So, warte mal, ich hab hier doch... Warum? Oh, ich habe gedacht. Ich habe gedacht, ich komme da durch, ohne dass sie mich runterschießen, aber naja. So. Uh...
So, Moment mal, bevor ich jetzt hier weitermache. Ach ja. Gut. Ist auch wieder so ein Planet, wo man sich verlaufen kann. Okay, jetzt erstmal gucken. Ah, da unten entlang. Och Leute, nun lass mich doch mal in Ruhe, ihr Penner. Na, dann komm schon. So, okay. Ganzer Planet hier, der quasi wie eine riesige Stadt. Genommen eine riesige Stadt. Planeten, große, weite Stadt. Das ist unglaublich. Aber ich glaube nicht, dass sowas wirklich technisch möglich ist. Okay, hier geht es rein und dann... Okay, das haben wir jetzt. Den muss ich nicht platt hauen. Gut, das haben wir also auch geschafft. Haha. Durchbricht die Sicherheitstür. Na, das kriegen wir auch noch hin, ne? Kapatonka, chisa bicha wonki chi atocha. Alle wollen mich immer ständig umrennen. Dabei habe ich das umsonniges Gemüt. Kino Hagua Bontagu, Chubalong Haku. Kilia umpasa dobiska wumpa hupa. Agent Galen, ich glaube, ich habe unseren Dieb gefunden. Holt euch die gestohlenen Entwürfe und eilt zurück. Es gab eine erhebliche Sicherheitsverletzung. Ich habe noch nicht mit der Befragung begonnen. Es kann eine Weile dauern. Verstanden. Galen Ende. Diliska chanaga ima che, choran chike. Wachineko, higa danoila, oka kiza spida per popa. Ukle yugo chesko pakurta, kliska, taka yakoska. Ihr seid nicht in der Position zum Feilschen. Aguabota! Wachineko, higa danoila, oka kiza spida per popa. O wama wanka mituske o wana tablota wijawa. Was würde die Gilde tun, wenn sie herausfindet, dass ihr für die schwarze Sonne arbeitet? Bumbe emboa! Diliska chanaga ima che, choran chike. Natürlich legen wir ihn um. Wieso sollte ich Betrüger wie euch davonkommen lassen? Oh,
ich bin so schön böse. Herrlich. So, warte mal, wo ist ein Agent? Bring die Blumengelle im Senatsgebäude. Gut. Da kann man sich auch gleich mal da umgucken, ob da nicht irgendwo die Gebäude... Planetenquest, Gebäudequest, da schon Planetenquest ist. Irgendwo muss sie doch sein. Und ich bin der Meinung, die startet hier im Senatsgebäude. Da muss ich gleich mal gucken, wenn ich mit Agent Garling gesprochen habe. Irgendwo muss sie doch sein. Ich habe eure Dateien, aber dem Dieb ist es gelungen, eine entschlüsselte Kopie an die Schwarze Sonne zu übermitteln. Grant, startet ein Diagnoseprogramm. Findet heraus, was in diesen Dateien war. Ihr habt die gestohlene Militärhardware gefunden. Gut, wir brauchen sie. Während ihr fort wart, ist Dr. Tarnes entführt worden. Da habt ihr ja großartige Arbeit als Sicherheitsoffizier geleistet. Wir haben Tarnes Tag und Nacht bewacht. Wer auch immer das getan hat, kannte unsere internen Abläufe. Ein Sicherheitsteam unter Kiras Führung hat die Verfolgung aufgenommen. Doch die Entführer haben sich getrennt. Moment, ich empfange ein Signal. Agent Garlin, ich habe die Kerle festgenagelt, aber sie wollen nicht aufgeben. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch in Schach halten kann. Sie steckt in der Klemme. Dieser Padawan bringt sich noch um Kopf und Kragen. Ich habe ihr gesagt, sie soll warten, aber sie wollte nicht hören. Kiras Notruf kam vom Raumhafen. Die Entführer versuchen vielleicht, den Doktor von hier wegzubringen. Ihr müsst die Entführer aufhalten, ehe sie mit Dr. Tarnes entkommen. Beeilt euch! So, was haben wir denn jetzt hier? So, warte mal, hauen wir da erstmal ein... Mal wieder schön imperialroten Kristall rein. Und dann gucken wir uns die ganze Sache nochmal an. So, alles klar. Ja, hin damit. Ach Gott, wunderbar. So, wo muss ich denn jetzt hin? PvP-Missionsterminal? Nee, den will ich nicht. Ah ja, in dem Raumhafen, ja. So, aber ich beende jetzt für den Part. Ist ein bisschen kürzer als sonst. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.